Showdown. Hallo Leute und herzlich willkommen bei meinem allerersten Gameplay-Commentary mit Marshall. Hi. Das ist er. Es ist ein Reach-Commentary. Und zwar ist es ein... Es ist kein Reach-Commentary, es ist ein Reach-Gameplay. Es ist ein Reach-Gameplay, genau. Mit dem Endscore von 28 zu 11. Sollte sein. Und das... Ja... Ich wollte mich mal wieder melden, nach einer langen Zeit. Weißt du ja, Marshall, hab ein bisschen verpennt mit YouTube. Was heißt, ich hab verpennt? Du hast verpennt? Ich meine, ich weiß ja nicht, was du auf Narrator machst. Ich meine, du hättest schon lange 100 Abonnenten, aber nein, das machst du, du lässt es einfach hab sein. Hab ich doch. Nope. Aber egal. Ja, also 100 Abonnenten-Special kommt noch. Die restlichen Videos von The Walking Dead kommen noch. Was machst du als 100 Abonnenten-Special? Verlosung. Was für eine Verlosung? Von auf jeden Fall ein Crisis Armband und ein paar Spiele und noch irgendwas. Ein Crisis Armband, wie cool. Ein Crytek Armband, sorry. Ah, ein Crytek Armband, das hört sich besser an. Das gibt's 10 Mal auf der ganzen Welt oder so. Wie hast du es denn bekommen, wenn ich fragen darf? Ein Kollege, also ich kenne einen Typen, das ist richtig geil. Ein Typ, der arbeitet irgendwie als Spieletester, also der hat halt so bei mehreren Sachen als Spieletester gearbeitet. Mhm. Und mit dem kenne ich halt schon etwas länger und der ist jetzt glaube ich auch 40 oder so. Und ja, ich kam mit ihm ins Gespräch und da habe ich ihn gefragt, ob er noch irgendwelche so geile Sachen hat. Er bekommt immer irgendwas geschenkt, wenn er so Spiele antestet, also kein Geld, nur so irgendwie Geschenke. Und ja, da habe ich ihn gefragt, ob er irgendwas hat, was er nicht braucht, da hat er mir das gegeben. Sogar noch eine Originalverpackung. Und jetzt willst du das einfach so verlosen, ein persönliches Geschenk verlosen. Ja. Okay. Ja. Nein, es ist geil, es ist ja kein persönliches Geschenk. Er hat mir einfach nur ein paar Sachen gegeben, die er nicht braucht. Ja, das ist gut, ich sehe das. Und wann geht's mit deinen Commentaries weiter von Deadlight? Nicht von Deadlight. Deadlight, das Teil Sache. Kann ich übrigens verlinken, wenn du willst. Wie heißt es? The Walking Dead. Walking Dead, irgend sowas. Kommt doch, keine Ahnung. Wann kommt es? Weiß nicht. Du musst ein bisschen organisierter wirken, ne? Ich weiß. Wichtig. Egal. Ja, Veteranfighters bin ich. Habe ich ja noch nicht sehr viel aktualisiert, ne? Also im Sinne von, das letzte Video kam von 2 Wochen. Habe jetzt aber ein neues. Boah, der Headshot war geil, ja? Ein Doppelabschuss, ja. Du hättest aber einen Dribble machen können, aber was machst du? Du zoomst einfach weg. Nee, hä, wieso? Ich hab beide erwischt. Nee, aber da war noch ein dritter. Siehst du? Das war ja. Ja, okay. Noob. Den hab ich jetzt noch. Noob. Nicht mein Headshot. Okay, dein Kanal werde ich natürlich verlinken, unten, beide. Hey, warte, wenn ich gerade hier bin, kann ich noch ein bisschen Schleichwerbung für meinen anderen Kanal machen? Wenn du willst. Yay, für alle, die gerne Minecraft-Let's Plays sehen, bitte abonniert MGamer360. Warum das M? Es steht für Marshall und für Mannister. Ich und er haben uns kennengelernt über YouTube. Wir haben zusammen ein Video gemacht und wir haben es gut gefunden. Jetzt machen wir Let's Play Minecraft together und es wäre echt cool, wenn ihr das abonnieren würdet. Das Gamer steht natürlich für das Let's Play, für das Gaming, das ganze Zeug. Und 360 besteht natürlich logischerweise von der PlayStation 3 her nicht, sondern als der Xbox. Ne? Xbox 360, wir machen die Let's Plays von der Xbox 360. Naja, wir werden viel Zeit davon, es wäre cool, wenn wir ein bisschen Abonnenten. Und ich dachte ja, der Narrator, der hat 100 Abonnenten, ne? Und ihr seid alles deutsche Fans. Ne? Ich habe noch einen Second Account, der Tutorial Heroes, aber die meisten sind ja all Amis. Und du bist ja voll deutsch hier und deswegen dachte ich, könnte vielleicht mich da ein bisschen einschleusen, ne? Übrigens, den Lord Mannister, den könnt ihr auch ruhig abonnieren, der macht Reach-Gameplays, die richtig geil sind und er hat zu wenig Abonnenten, 70, glaube ich. Er hat nur 73, ja, bitte Lord Mannister abonnieren. Ich finde ihn cool, er kommentiert auch gut, er wendet sehr viel Zeit auf, er hat Daily Uploads, also er wendet viel mehr Zeit auf, für dass er die Abonnenten hat. Also he deserves more subs, sage ich jetzt mal. Ja, auf jeden Fall. Lord Manister, Veteranfighters, Narrator und MGamer360 werden alle in der Description sein, hoffentlich. Ja, werden die schon, mach ich schon. Lord, heute Noob, noch. Du triffst ihn nicht mal am Kopf, Noob. Ja, Auf jeden Fall, ey Leute, ihr könnt dieses Commentary übrigens sehen oder das Gameplay sehen, weil, Entschuldigung. Weil ich jetzt eine Elgato Game Capture Card habe, bekommen. Und tun. Und ja, jetzt kommen in Zukunft auf jeden Fall Reach Commentaries. Und du wirst auf jeden Fall noch Halo Let's Plays. Und Halo 4. Genau, Halo 4 Let's Plays erwartet euch auf diesem Kanal. Ja, mit dir, oder? Mit was? Mit dir.
Ja, das muss ich noch anschauen. Ich weiß nicht, ob ich genau... Wenn du am ersten Tag Halo 4 haben wirst, dann machen wir es. Auf jeden haben Fall. Kann man eine Story zu viert spielen, theoretisch? Ja. Ja. Super, dann könnte ja theoretisch noch der mitspielen. Der Mann ist da. Ja, weißt du, da spielt Reach schon auf Legendär. Da können wir ja zu viert, respektive ja, zu und habe ich auch. Ein Dribble-Commentary machen. Oh, wie geil. Ein Triple-Let's Play. Ein Triple. Wir gehen gleich auf die harte Tour, ne? Zu dritt. Ja. Rolle, Panne da, ne? Ja, okay. Okay, auf jeden Fall ein Dreier ist, erwartet euch dann hier vielleicht auf den Dreier. Ein Dreier ist geil, ja, ich stehe auf und guck mal, ich hab Massaker hingekriegt, guck, wie geil ich bin. Du bist ja schlecht, bringst. Massaker bekomme ich jeden 5 Minuten, Mann. Ja, ich habe aber 2 Massaker in dem Gameplay, Call of Duty. Ja, Call of Duty. Links ist hier, Mann, siehst du denn nicht? Das war ein Hologramm, Dorn. Ah ja, genau, das war ein Hologramm, ich wusste es. Siehst du bist einfach scheiße. Du kennst dich mit Reach nicht aus, oder? Ich kenne mich mit Reach aus. Ich habe Reach sehr viel gespielt. Ich bin schon fast Major. Und du? General. General ist viel höher. Ich weiß. Ja, so viel habe ich eben Reach leider nicht gespielt. Ich habe mir eben ja eine Xbox gekauft, eines Tages, ne? Eines schönen Tages. Ich glaube zu meinem 16. Geburtstag oder so. Dann habe ich sie gekauft, habe Reach ein bisschen gespielt. Hab aber dann nichts mehr gespielt, nur noch PlayStation 3. War eine lange Zeit auf PlayStation 3. Jetzt bin ich aber nur noch Xbox praktisch. Okay. Aber spiele Reach trotzdem nie. Das beste Spiel mehr, okay. Halo ja, Halo. Eigentlich ganz am Anfang habe ich mir wegen dem gekauft. Oh, was ist denn das für ein schräger Kollege? XOX Tardet XOXO. Ja, es ist so ein schräger Kollege, ne? Ja, der hört sich irgendwie wie ein Kind an. Nicht böse gemeint, aber wenn man mehr als ein X im Game Attack hat, dann ja, ist ja, ich weiß, so Call of Duty Kinder und so. Genau, XX Hardet Scope, it's HD Cope, ja, No Scope 360 und so. Genau. Ah, sit down, Naruto, du bist einfach scheiße. Look, siehst du, der T-Berg dich. Du bist einfach voll blöd, Mann. Ja, okay, das war aber auch verdient. Ich renne mitten auf dem Feld rum und guck die ganze Zeit in eine Richtung. Das ist ziemlich verdient. Ja, eine Frage. Hier, wie heißt du auf Xbox? Halo Willy. Ah, Halo Willy, das warst du, okay. Ich hab dich noch nicht mal auf der Xbox. Wow. Das liegt daran, dass meine Freundin sich der voll ist. Nicht gut. Nee. Hab keinen Platz für dich, sorry. Oh, sorry. Herzen. Hey, das ist ein Hologramm, der da rumbaut. Oh nein. Nee. Ja, logisch, das war ein Witz, man. Logisch kann ein Hologramm nicht bouncen. Boah, bist du ein Versager. Ich bin kein Versager. Okay. Auf jeden Fall. Es ist ein richtig geiles Gameplay. Ich hab's erspielt am ersten Tag, wo ich die Elgato bekommen habe ich einfach so 3 Spiele aufgenommen. Und das war jetzt für den 3 Spielen und ja. Woher hast du die Gamecard? Geburtstag. Von? Was? Von wem? Von wem wohl? Hey, ich hatte Geburtstag, Mann. Ja, von deinem schwulen Freund, oder was? Ja, von dem auch. Oh. Nee, von meinen Eltern. Okay. Ah, du bist schlecht mit meinem Hatchet, Mann. Ich sehe schon, ich würde gegen dich locker gewinnen. Willst du dich sehen? Komm, 1-1. Was? 1-1? Ja, klar. Ja, okay, Leute, dann... morgen sieht der 1-1 mit der SMD oder wie die Mora auch immer ist. DDR oder so. DMA. Was? DMA. DMA. DMA, die ist super. Die ist geil. Mit der hab ich's im Griff, ich sag's dir. Ja, okay, komm. SWAT also. SWAT. Ich geb dir einen Kopfschuss, ich sag's dir. Du wirst sowas von verlieren. Ja, okay. Das wird ein Live-Commentary, ein Special, ich sag's dir. Du wirst einfach voll auf die Fresse bekommen. Ey, ja, okay. Nehm ich an. Nee, ich nehm dich nicht an. Ich glaub, meine Freundesliste ist voll. Ja, ist mir egal, ich muss nicht Teil von, es ist sein, um dich zum... Doch, warte, muss ich... Verdammt. Also, du bekommst eine Freundesanfrage von mir persönlich, wenn du gegen mich gewinnst. Ansonsten bist du geblockt. Deal? Ja, okay, auf jeden Fall. Komm, ich mach dich fertig. Okay, Welche Map? Ich sehe schon, wir sind voll rivalisiert. Können wir jetzt schon machen. Auswählen. Okay, auf jeden Fall, dann... 101. 101. Team Sword. DMR only. Ja, oder noch eine Knarre, einfach ohne Granaten und so, weil sie so Pussy haben. Ja, Granaten gibt's bei TeamSwap nicht. Way! Entschuldigung. Oh, das ist ja Blut am Boden, du hast doch die deutsche Version. Ja, Uncut und so. Guck mal, Headshot. Der ist doch schlecht gewesen, der ist doch Hardscore, man quicks doch mal ein bisschen. Das ist ja kein Call of Duty, du Kotkind. Kotkind. Ich bin kein Kotkind. Kotkind. Siehst du, du bist schon wieder geombt worden, Mann. Du bist einfach so scheiße, Mann. Ja, ich bin gegen Ende voll scheiße geworden. Aber ist mir egal. You're mad. Ey, aber das ist eine richtig knappe Geschichte hier gegen Ende.
ist es jetzt. Bräh, okay. Hier ein 45 zu 41 und die gewinnen gerade. Es ist extrem spannend. Und ja, super spannend. Und ich penne fast ein. Und wer gewinnt? Nein. Ich wette, ihr gewinnt, wenn du es jetzt so betont hast. Ja, natürlich. Alter, ich war im Team. So blöd, man, die verstecken sich irgendwo. Ich verstehe die eh nicht. Die Leute, die ins Gras liegen, so in einem Busch sich versuchen zu verstecken, dann haben sie so einen brennenden, rot leuchtenden Majorhelm, damit sie gar nicht entdeckt werden. Weißt du, dann sieht es so ein Schiff oben auf der Luft so, was ist das da unten? Dann ein brennender Busch, man, so ein blöder Scheiß. Alter, Standard. Ja, Standard. Blöder Scheiß, Standard. Alter, noch nie brennender Helme for the win. Das wäre ein schöner Ausdruck. Du wirst tötet. Du wirst getötet haben sein jetzt gleich. Nee, ich bin Pro. Eins. Mars. Guck mal, ein Scharfschützen-Massaker. Und jetzt kommen zwei Leute und die kriege ich nicht. Halb scheiße. Ja, da musst du nachladen, ist einfach schlecht. Ja, dann nachladen, den Musik. Glaub ich ja nicht. Siehst du, 49, 47. Du kommst auf die Fresse. Na und? Ja, 49, 48. You know. Du kannst mal laufen, Mann. Also ich erzähle dir sonst mal eine Geschichte über das Laufen. Ne? Ihr werdet sowas von verlieren. Ja. Nee, guck mal, wir gewinnen noch. Boom. Gewonnen. Nicht mal. Du siehst du nur 28, man, du bist so scheiße. Alter, 28 war der Beste von allen. Hier. Ja, voll, also okay. Die anderen, ne? Ninja Goofen war der 27, man. Oder Trish 61 oder boah. Alter, Olive Atoll ist toll. Ja. Ja, okay. Wow, General. Wow. Okay, wow. Auf jeden Fall bis zum nächsten Mal. Bis zum Live-Commentary. Hallo, Billy. Ey, bis zum Live-Commentary, ne? Ne? Bis zum Live-Commentary. Oder bei dir bis zum nächsten Deadline, man. Du brauchst Deadline. Oder beim 100-Hour-Special, ne? Ja, genau. Ciao. Ich wünsche euch.